Servus Leute, damit willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mit den Tionio Settings. Ihr wisst sicher, Tionio ist PP-Trim Platz 1 Global und ist, glaube ich, momentan einer der besten Minecraft-Spieler. Deswegen probieren wir heute seine Settings aus und gucken mal, wie wir dazu mit zurechtkommen und dann machen wir ein 1-on-1 gegen ihn. Dann viel Spaß mit dem Video. So, Tionio zeigt mir jetzt seine Minecraft-Settings. Was muss ich einstellen, Tionio? Zeig sie mir. 1 bis 7, bei Hotmaster habe ich normal. Okay, 1 bis 7 normal, okay. Mhm. 8 ist R. 8 ist R. 9 ist F, das hast du eh schon. Ja. Da muss ich ja meine kompletten Settings jetzt einmal kurz changen. Also F5 hast du auf Tab. Ja, auf Tab. Das da. Ja. Was hast du dann auf Tablist? Das habe ich auf D. Ah, interessant. Versteht man nicht, warum das nicht umgekehrt ist, aber ja. Und rückwärts gehen habe ich auf Maustaste 5. Auf Maustaste 5? Ja, Siegen habe ich auf X. Okay. Und Toggle Sprint? Auf J. Du hast nach rechts gehen auf S. Ja. Kannst du das bitte mal kurz erklären? Wieso du das hier geändert hast? Ich habe mit Minecraft angefangen, jetzt mit der Hände ja. Einbauen. Und das habe ich halt nicht geändert bis jetzt. Du hast drei Finger, schau mal. Schau mal. Drei Finger. Mittelfinger, Zeigefinger und Ringfinger. Das heißt, du hast A, D, W. Und den Mittelfinger, den du für W nimmst, den nimmt man auch für S normalerweise. Okay. Vielleicht ist es ja eine OP-Strat, indem du halt einfach W und S tappt gleichzeitig, verstehst du? Und deswegen bist du so gut. Ja, hast du gerade deine Settings exposed? Hättest du vielleicht nicht machen sollen, hm? Okay. Okay. Boah, Digga, wer kann eine Space das springen? Das ist ja lost, Alter. Weil das kann man ja nicht missen, Digga. Oh mein Gott, Junge. Tionio, hör doch auf damit. Bruder, bauen ist ja noch viel schwieriger als alles andere, Junge. Ist gar nicht scheiße oder so, deine Settings. Nee. Ey, mega cool. Das Bauen zu lernen ist ja noch schwieriger als zu spielen lernen, generell, Digga, was ist das? Digga, man braucht, also wirklich, das sind einfach für so richtige Fettfinger, Digga. Für so richtig fette, ja, kleine Finger, Digga. Nee. Das ist für fette, kleine Finger, Digga, die Settings. Like, wenn ihr es auch so seht. Da werden erstmal Tionios Finger bitte eingeblendet. Wir machen so lange den 1-on-1, bis ich gegen dich gewinne. Nein. Doch. Dann können wir ja wirklich den ganzen. Hey, glaubst du nicht, dass ich so ein Cop-Up-All-In irgendwann hinkriege oder so einmal kurz? Nein. Wieso? Guck mal, so ein F. So. Schau. Safe. Safe. Schau, so ein All-In, so. Hit straight und dann Pearl. Schließt du? Safe. Ich schwöre, das Brainfuckt mich richtig. Maustaste und Sneaken und dann noch alles. Digga, das Brainfuckt mich. Keiner mehr, wie man baut, deswegen geht's. Z verrückter, Digga, der wird mich safe klippen oder ist das ein Faker? Das ist der echt. Oh, guck mal, wenn ich den besiege, bin ich gut, oder? Nein, der ist scheiße. Ja, aber der sweatet übel. Du weißt, ja, dass der richtig brüllt zu sweaten, aber kacke ist. Der ist Grandmaster geworden. Ja, aber er ist eigentlich kacke, ne? Aber er ist. Ist ein Kacke, komplett Spot. Ja, aber das ist viel bei vielen halt auf Gym. So, die können irgendwie nichts, aber irgendwie. Digga, das würdest du in seine Clips reinmachen, ne? Ha! Da kann er nicht reinmachen, ich spring runter, okay? Damit er das nicht klippen kann, you know? Guck, damit sein Clip waste ist. Nein, dann zeigt er da, schreibt er da hin, er gibt auf und Klammern bin besser als er. Ne, also for real, Tionios Settings sind wirklich die behindertsten auf der ganzen Welt. Nichts gegen Behinderte. Doch. Nein.
Wenn ich dich. Warte, was bekomme ich, wenn ich dich kille? Gleich einmal. In 5 Matches. 10 Euro? Ja. Okay. Egal wie, ne? Ja. Okay. So, 10 Euro. Wir machen 5 1 vs 1 gegen Tionio. Mit seinen Settings. Mal schauen. Junge, ich bin ein NPC, Alter. Ey, Digga, warum drück ich den die ganze Zeit? Hä? Weißt du, weil ich jetzt weiter drüben bin, drück ich immer T, D statt F. Weißt du? Ich muss noch hier wegpören, Digga. Lass dich mal in Ruhe, zieh du Ruhe und so, Digga. Ich spiel die auch mal mit den Settings, Digga. Dann wisst ihr, wie scheiße die sind, Alter. Aber dein ganzes Minecraft ist einfach anders. Double Raps sind für Loser, gell? Nur so. Jump Sprint dann auch nicht wegen des scheiß Settings, gell? Oh mein Gott, klippt oder was, sagst du? Ich würde aufpassen, du verlierst noch. Schade, 2,5. Ganz knapp. Ich hab doch ein bisschen hier. Ach komm, der trollt mich, guck mal. Lach nicht, Digga. Bis auf 3, bad. Ja, gibt's nichts Positives dabei, Digga. Ah, du kommst einen 10er, wenn du gewinnst einmal. Stimmt, ich bekomme einen 10er, wenn ich gewinne, aber ich kann nicht mal healen. Oh, der Pearl, der, wenn ich dieses jetzt nochmal hinkrieg. Oh, jetzt hat er Angst kurz. Guck mal, wie er Angst hatte kurz. Ah, schade, ich hab den falschen. Na, Tionio, Digga, dieses Maustaste 5S und so, das ist halt so verwirrend. Also, da braucht man Tage, damit man das versteht, ne? Also, Real Talk jetzt. Niemand wird sich deine Settings kopieren von 110er nicht. Warum ist? Weil ich dachte, da ist Lava, you know? Guck mal, wie trash du bist. Trasher. Schade, ich hab kurz gehofft. Nice Pearl Waste. Das ist gut. Jetzt hab ich Chance. Jungs. Obi-Trap zählt nicht, ne? Darf man nicht, ey, Digga, du kleiner Huren. Egal, wenn ich so lange spielen würde wie du, kann ich auch noch den ganzen Tag schauen gleich deine Pipi-Chim-Stunden an, all-time. Geht das überhaupt? Das geht nicht, ne? Leider. Ah, oh, keine Webster. Ich wollte die Double-Rap-Mauer, ich habe ja keine Webster. Scheiße, Digga. Jungs, lasst gerne einen Like da, wenn ich noch andere Settings probieren soll. Und nicht solche Scheiß-Settings. Weil das ist ja insane. Kann man sich ja nicht geben. Oh, ja. Boah, macht das Spaß. Oh mein Gott. Hinter mir ist aber offen. Ich weiß. Aber ich hab jetzt Zeit weg zu gehen. Ja, weil ich dich Hotkin kann, du hast recht, Digga! Mann, das wär's gewesen, Jungs, Alter. Das wär's gewesen, Digga, ihr habt's gesehen. Ich hätte ihn fast gehabt. Naja, aber Jungs, erfahrt vielleicht, warum ich so geschittet worden bin, ist auf jeden Fall, weil Tionio einfach der beste Minecraft-Spieler ist. Guckt euch seine Stats an. Global 1, Final 1, SG 1, HG 2, Pot 5. Bogen 8, Tournament Wins 4, Skywars 1, hat einen Lose nur.
Und der war gegen mich. Er hat einfach eine 200er Winstreak. Und der war halt gegen mich, der los. Stimmt's? Ja, ja. Ja, ja. Gell? Ja, ja. Das ist echt nur noch cringe, Jungs. Like, wenn ihr das auch cringe findet. Schaut gerne bei Tionio vorbei, der macht Minecraft-Clips, die halt ganz okay sind so. Finde ich jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht barmäßig, aber ja. Jungs, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne YouTuber in die Kommentare, von denen ich die Settings usen soll. Bitte aber, was spielbar ist, bitte. Danke. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein.